Thema Einführung in die exponentiellen Logarithmusfunktionen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gefährlicher an. Wir fangen mal ein kleines bisschen bei leichten Dingen an. Ich fange mal gleich mit einer Exponentialfunktion an, und zwar, die heißt, f von x ist gleich x hoch 0. Ist die allereinfachste. Die ist so billig. Warum ist sie so einfach? Ja, diese Funktion ist insofern ganz einfach. Etwas hoch 0, egal was hoch 0, ist 1. Also das ist ein ganz einfacher Graphenverlauf. Und jetzt ist auch klar, ich hätte auch schreiben können, f von x ist 1. Wenn ich f von x ist 1 schreibe, dann ist es immer blöd, dass man sagt, naja, aber was soll ich denn für x einsetzen, ne? Wenn ich aber dafür x hoch 0 schreibe, dann kann ich für x einsetzen, was ich will, es bleibt immer 1. Okay, gut, kommen wir zum nächsten Beispiel. Kommen wir jetzt zum anderen Exponenten. Der Exponent heißt jetzt mal, also das hier sind keine echten Exponentialfunktionen, aber ich, naja, f von x ist x hoch 1. Naja, man kann ja auch sagen, das ist x, ne? Wenn ich jetzt sage, machen wir es mal in grün, f von x ist x hoch 2. Ja, kennen wir. Nichts Besonderes. Okay. Aber das sind keine echten Exponentialfunktionen, weil eigentlich müssen wir was ganz anderes machen. Wir müssen sagen, nee, ich mache noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel, was die Sache vielleicht mehr verdeutlicht, dass es sich nicht um Exponentialfunktionen handelt. Beispiel, f von x sei nur x hoch 1/2. Könnte ich auch sagen, ist Wurzel aus x, ne? Und die hat ja bekanntlich diesen Verlauf, ungefähr. So ganz frech. Aber warum sind das keine Exponentialfunktionen? Richtig, weil der Exponent nämlich gar nicht x ist, sondern hier ist x die Basis, ne? Das sind keine Exponentialfunktionen. Ich habe mich also ein bisschen verwirrt, aber das dient trotzdem der Einführung. Also wir können das dann bis zum Erbrechen weitermachen. Auch f von x ist Sinus x. Das x steht überhaupt nicht im Exponenten. Gucken wir uns mal eine Exponentialfunktion an. Nee, ich mache es trotzdem nochmal zur Verdeutlichung, wie das mit solchen Exponenten, die eben nicht x heißen, wie das da aussieht. Noch schnell ein paar andere Beispiele. Machen wir es mal in der Farbe. F von x sei x hoch minus 1. Dann könnte ich doch auch sagen, die heißt gleich 1 durch x. Wie sieht die dann aus? Genau, wenn man sich so eine interne Wertetabelle mal im Kopf anlegt, habe ich eine Hyperbel, und zwar mit einer Definitionslücke. Hier eine durch 0 darf ich ja nicht teilen. Das Ding pfeift mir in unendliche Höhen ab und in unendliche Tiefen der Zahlenwelt. Also irgendwie hat das Ding hier eine Lücke. Ne? Wie gesagt, durch 0 geht nicht. Aber wenn ich mal in Gedanken hier 1 durch 1000 einsetze, also hier auf der x-Achse 1000 weiter nach rechts gehe, dann wird der y-Wert furchtbar klein. Umgekehrt setze ich hier 0,001 ein, ergibt sich 1000, also ganz nahe der y-Achse, geht mir das Ding nach oben weg bis zum geht nicht mehr. Umgekehrt, das mit negativen Zahlen gemacht auch. Okay. Das sind immer noch keine Exponentialfunktionen. Soweit geht es noch nicht. Machen wir mal weiter. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen ja den Exponenten mal oben wirklich als Exponenten, als x schreiben, ne? Probieren wir das mal aus. Jetzt haben wir wirklich mal den Exponenten hier oben hingeschrieben. Das x ist jetzt der Exponent. Und jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, was passiert. Das heißt, wir werden jetzt mal durchdiskutieren, was da kommt. So, wenn ich mir jetzt diese Funktion hier schnappe, ich mache die mal lila. Wir haben uns hier eine Wertetabelle gemacht. Setze ich 2 hoch 0 für x 0 ein, ergibt sich 1. Wissen wir. Setze ich eine 1 ein, ergibt sich 2. 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8 und so weiter und so fort. Und das Ganze mit negativen Exponenten. Wir wissen ja, dann wird der Term zum Bruch. 2 hoch minus 1 ist also 1/2 und so weiter und so fort. Wenn ich das hier auftrage, fangen wir an. 0, 1. Gut. Machen wir weiter. 1, 2, 3, 8. Naja, hier oben irgendwo. Ach hey.
2 hoch minus 1, hier ist minus 1, ja, minus 1, ergibt bloß noch 1/2. 2 hoch minus 2, 1/4, es wird immer knapper. 1/8, so genau kann man das gar nicht malen. Ich versuche das jetzt mal einigermaßen zu verbinden und es lässt sich ahnen, wird dieses Ding, dieser Graph, die x-Achse berühren? Höchstwahrscheinlich nie. Ja, nie. Ich kann einsetzen, was ich will. Kann das auch, so wie wir es hier eben hatten, kann das auch einen dermaßen seltsamen Verlauf nehmen, dass ich hier irgendwelche negativen Werte rauskriege? Wenn ich so beigehe und sage, das sind hier, ach ja, y und x, wenn ich so beigehe und sage, ich habe hier eine ganz sichere Basis, die heißt plus 2, ne, plus 2, hier, plus, dann kann wirklich beim besten Willen, auch wenn ich negative x-Werte einsetze, es kann nichts weiter passieren, als dass ich immer über der x-Achse bleibe. Nehmen wir gleich nochmal eine Funktion und probieren das mal aus in dunkellila. Und zwar f von x sei minus 2 hoch x. Und machen gleich mal hier noch eine x- und y-Wertetabelle hier mit dran. Also das wäre jetzt y negativ. Wir probieren das mal mit einer negativen Basis aus. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber dafür haben die Schüler aufgepasst. Genau dieser Punkt hier, der ist falsch. Hier ergibt sich doch minus 1. Natürlich ist etwas hoch 0, 1, aber ich habe das Minus davor. Ich sage hier still dazu minus 1 mal den ganzen Term. Also das hier mal aufgesplittet ist minus 1 mal 2 hoch x. Und daher kommt der Punkt hier hin, genauso. Na gut, ist bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Ist eine Exponentialfunktion schlimm? Wir können es nämlich auch mit der 3, mit der 5, mit der 10, mit der 0,1, mit der sonst was machen. Also, jetzt hört sich das bloß so gefährlich an, wenn ich hier gebrochene Exponenten einsetze. Es ist auch nichts schlimm. Das sind die Zwischenwerte hier dazwischen. Wenn ich also 2 hoch 1/2 einsetze, na ja, dann muss sich so ungefähr 1,414 und so weiter ergeben, nämlich Wurzel aus 2. Und ich könnte das Ganze bis zum Erbrechen mit 0, oder also mit Dezimalzahlen oder mit anderen Zahlen machen. Es kann nichts Schlimmes passieren. Wir können es also bei den Exponentialfunktionen darauf verlassen, dass die nicht schlimm sind. Man macht das auch wirklich mit Wertetabellen, weil alle Funktionsverläufe kann man überhaupt nicht, Graphenverläufe kann man überhaupt nicht im Kopf haben. Das geht also ganz leicht. Gucken wir nochmal, ob das stimmt hier. 1/2. Ich mache den Punkt mal ein bisschen röter als lila. 1/2. Der wäre hier. Naja, gut, wenn ich so einigermaßen gezeichnet habe, ergibt sich hier an diesem Punkt Wurzel aus 2. Also 1,414 und so weiter und so fort. Ne? Das klappt also. Da ist nichts Schlimmes bei diesen Exponentialfunktionen dabei. Überhaupt nicht. Wir werden dann später noch auf die Zahl e kommen. Die ist noch ein bisschen spannender. Wisst ihr was? Wir gehen mal gleich zu den Logarithmusfunktionen. Und da braucht man ein kleines bisschen Übung. Da muss man ein bisschen umdenken. Aber nur ein ganz bisschen. So, jetzt könnte höchstens was Blödes vorkommen. Dass ich hier zum Beispiel mal minus 1 ranschreibe. Aber was ist dann? Dann ist auch nichts Schlimmes dabei. Dann macht man das über die Tippeltappeltour und sagt, da muss ich, wenn ich x1 eingesetzt habe, erstmal 1 abziehen. Also heißt es dann 2 hoch 0 und das Ergebnis davon und so weiter. Das tut alles nicht weh. Ich kann noch was anderes machen. Ich könnte auch zum Beispiel hier 2 hoch 1,5x schreiben. Was mache ich? Ich muss zuerst hier rechnen und dann 2 hoch dem ausgerechneten Exponenten rechnen. Also, was da auf uns zukommt, ist nicht weiter gefährlich. Das kann ich jetzt gleich mal wegnehmen. Es geht ja heute erstmal um die Einführung, um die groben Graphenverläufe, so wie wir mit Sinus x erstmal angefangen haben und dann Phasenverschiebungen eingebaut haben, indem wir gesagt haben, sagen wir, das alles Sinus x plus 1, Sinus x plus Pi halbe, Sinus und so weiter und so fort. Also, das ist nichts Gefährliches. Wir machen jetzt hier mal bei der Logarithmusfunktion weiter. Um den Graphenverlauf hier hinzubekommen, bei Logarithmusfunktionen, bietet sich immer Folgendes an. Da sollte man Folgendes tun. Einfach sagen, ich bastel das mal um. Wir erinnern uns, das Ding heißt Basis und das ist praktisch das Ergebnis, wenn ich die Basis mal etwas mit etwas hochnehme, sage ich mal frech dazu, also exponiere. Schreiben wir das mal um. 2 hoch ist gleich x. So kommt man nämlich leichter
mit dem Zeichnen voran. Das machen wir mal gleich zusammen. So, ich habe das mal vorbereitet. Jetzt eine Wertetabelle. Damit wir uns das besser klar machen. X und Y. Der Kürze halber. Wir setzen mal ein. Und zwar, wir fangen mal mit dem, in diesem Fall mal einfach mit der 0 an. Wieder. Jetzt 2 hoch ist 0. Was müssen wir einsetzen? Also hier mit etwas 2 hoch, was ist? Da kommen wir nicht weiter. Wir haben uns also erstmal darauf geeinigt, dass wir die 0 erstmal weglassen. Wir kommen auch dann drauf, weshalb da die 0 nicht richtig funktioniert. Aber wir konnten sagen, 2 hoch, was ist 1? 2 hoch 0 ist 1. 2 hoch was ist 2? 1. 2 hoch was ist 4? 2. Bis dahin noch klar? Ja, machen wir es mal kleiner. 2 hoch was ist 1 halb? Minus 1. 2 hoch was ist 1 Viertel? Minus 2. Okay, gut. So, jetzt haben wir das erarbeitet. Wir haben also hier mal mit einer kleinen Wertetabelle diesen Funktionsverlauf von Logarithmus zur Basis 2 von x gemacht hier. So, und jetzt kam die Vermutung, Mensch, das sieht ja so aus, als wenn das eine gespiegelte Funktion wäre, und zwar an f von x gleich x. So. Wie könnte man das errechnen? Klar, Moment. Na gut, noch nicht errechnen. Wir machen mal was anderes. Ich zeichne mal hier f von x ist x Quadrat hier in dieses Bild ein. Nochmal in grün. Mal ganz grob. Hier in diesem Punkt treffen sie sich in diesem Fall. Wenn ich hier wieder schwupp f von x ist x einmale, dann kann man sagen, wenigstens in diesem positiven Graphenverlauf sehen die beiden aus wie gespiegelt, ne? Was ist denn f von x ist x Quadrat und f von x ist x hoch 1 halb? Was ist denn das zueinander? Wie sagt man dazu? Rein mathematisch gesehen. Ich habe jetzt hier x hoch 1 halb geschrieben. Wenn ich hier ranschreibe, f von x ist Wurzel x, dann fällt das besser auf im Gegentum zu dieser f von x ist x Quadrat. Das ist die Umkehrung. So wie das Gegenteil von mal geteilt durch ist und von plus minus ist, ist das Gegenteil von quadrieren das Wurzelziehen, das Radizieren. So, naja, jetzt lässt sich doch hier vielleicht noch ein Rückschluss ziehen. Schreiben wir nochmal, ich schreibe es nochmal ran. Und wenn ich mir jetzt diese beiden Funktionen hier angucke, hier, die sie ja gespiegelt erscheinen, dann lässt sich hier vermuten aus diesem Umstand, oho, wie war das doch? Wenn wir eine Exponentialfunktion lösen wollen, Gleichung lösen wollen, dann logarithmieren wir. Wenn wir ein Ergebnis aus einem Quadrat haben wollen, dann radizieren wir, dann ziehen wir eine Wurzel. So wie das hier die sogenannte Umkehrfunktion ist, scheint es hier auch die Umkehrfunktion zu sein. Muss ja auch wohl. Und Umkehrfunktionen lassen sich spiegeln. Probieren wir noch ein einfaches Beispiel. Ganz einfaches Beispiel, um das Thema Umkehrfunktion nochmal klar zu machen. Wie ist es mit diesen beiden Graphen? Der eine sieht so aus, f von x ist x. Und der andere sieht so aus, f von x gleich minus x. Achtung, hier ist das nicht so deutlich sichtbar. Aber an einem anderen Beispiel ist es vielleicht sichtbarer. F von x sei mal einfach 3x. Und, naja, ist egal. F von x sei 3x. Habe ich jetzt ein bisschen zu luschig hin. Nee, gefällt mir nicht. Na, weg damit. Das kommt davon, wenn man zu schnell wird. So. Und jetzt nehmen wir mal f von x ist ein Drittel x. Dann müssen wir sagen, die verläuft ja. Steigungsdreieck, ne, hier. 3 nach rechts, 1 nach oben.
Und wenn ich mir jetzt wieder meine f von x ist x schnappe, jetzt die Frage, ist das eine zum anderen die Umkehrfunktion? Richtig, ganz genau. Also, das Gegenteil von mal 3 ist durch 3. Und ein Drittel ist nun mal durch 3, 1 durch 3. Hier steht 1 mal 3 und hier steht 1 durch 3. Genau. Wir kommen dann noch genauer auf diese Funktion zu sprechen. Also hier können wir das nicht sagen. Hier könnte man es. Nee, lassen wir das. Okay, gut. Jetzt wieder zurück zu unserer Logarithmusfunktion. Ich nehme jetzt mal einen anderen Graphenverlauf und zwar, jetzt habe ich hier einen roten, jetzt nehme ich mal hier einen orangenen. Und zwar f von x sei Logarithmus zur Basis 3 von x. Und wir machen hier gleich eine Wertetabelle hinten dran. Also y von dem Dreier. Probieren wir es aus. Und auch jetzt haben wir diesen Fall wieder. Und komischerweise, und das könnten wir mit allen möglichen machen. Wir können alle möglichen Basen nehmen und hier an der Stelle, hier 0 und 1, also beziehungsweise 1 und 0, da kreuzen die sich alle. Das heißt, die Logarithmusfunktionen, die sehen alle sehr ähnlich aus. Und das sind eigentlich die am langsamsten wachsenden Funktionen. Nicht in diesem Bereich, hier wachsen sie ganz schnell, aber ab 1 geht es ganz langsam weiter. Das ist der ganze Haken an diesen. Und jetzt könnten wir wieder dahinter schreiben. In Klammern minus 1 und das Ganze zweimal nehmen und so weiter. Man kommt in diesem Fall mit Wertetabellen einfach weiter. Das geht ganz schnell. Ja, jetzt kam die Frage, und wozu braucht man den Scheiß? Entschuldigung. Den Scheibenkleister hatte ich gesagt. Wozu braucht man das alles? Wir stellen uns nochmal was anderes vor. Und zwar folgender Fall. Ein Betriebsdirektor sagt, meine Damen und Herren, wir hören jetzt Herrn Müller, der wird uns über das letzte Jahr berichten. Das heißt, er teilt hier die Sache ein. Ich habe ihm gleich angewiesen, den Umsatz hier in Millionen Euro anzugeben. Und Herr Müller wird uns jetzt gleich zeigen, wie das im ganzen letzten Jahr gelaufen ist. Und zu diesem Zwecke hat Herr Müller eine Grafik vorbereitet. Bitte schön, Herr Müller. Herr Müller kommt nach vorne und hat schon entsprechende Sache schon vorbereitet. Und da entstehen hier bei Januar, Februar, März und so weiter und so fort, das geht hier die ganze Zeit weiter, entstehen verschiedene Säulen, hat er da hingemalt und jawohl, und es geht weiter und es geht wieder ein bisschen abwärts und dann kommt eine Sommerflaute und na und so weiter und so fort. Alles gut und schön, wenn es hier meinetwegen 1 Million war. Und hier dann 2 Millionen. Dann sieht jeder sofort, aha, dann hatten wir hier eine entsprechende Umsätze und das hat gut funktioniert. Das ist in dem Fall auch eine ganz normale Geschichte. Was aber, wenn es nicht um Wirtschaft geht und Herr Müller kommt, sondern wir machen das mal anders. Ich hatte schon mal in einer anderen Vorlesung gesagt, wozu Dezibel gut sind. Es geht jetzt mal um naturale Zusammenhänge. Beispiel. Bleiben wir bei unserem einfachsten Beispiel. Wir haben es mit einem Bakterienstamm zu tun und wir haben hier eine Bakterie, die wird sich vermehren zu zwei und so weiter und so fort. Und also das sind hier die Bakterienanzahlen und hier die entsprechenden Zeitabschnitte nach einem Tag, nach 2 Tagen, nach 3, 4, 5 und so weiter. Also hier stehen Tage. So, und wir wollen das Ganze grafisch darstellen und freuen uns darüber. Herr Meier, der Biologe, Chefbiologe, sagt, also wir hatten am ersten Tag eine Bakterie und nach dem Ablauf des Tages haben die sich geteilt in 2 Bakterien. Danach haben sie sich geteilt in 4 Bakterien. Dann haben sie sich schon zu 8 Bakterien geteilt und dann zu, und jetzt, ach Mensch, schade. Und jetzt sagt sich Herr Meier dann, na gut, dann. Pardon, meine Damen und Herren, dann muss ich das alles ein bisschen weiter runterziehen. Und er freut sich jetzt und sagt, na, jetzt kann ich ja weitermachen und macht hier lauter, ach so, und macht hier lauter Punkte und jetzt reicht es schon wieder nicht. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Was wäre dagegen zu sagen, wenn wir sagen, naja, machen wir es doch einfacher. Wir teilen unsere y-Achse, die Ordinate, nicht so, sondern wir teilen die gleich so in 2 hoch 0,
2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 4 und so weiter. Ich schreibe hier also den Exponenten heran. Das habe ich jetzt sehr geschmiert gemalt, das wird uns nicht weiterhelfen. Ich sage hier gleich, ich schreibe den Exponenten heran. Und zwar 2 hoch 0, 1, 2, 3 und so weiter. Mal sehen, was dann passiert. 2 hoch 0, wir fangen wieder an mit einer Bakterie, ist hier. 2 hoch 1 geht auch. 2 hoch 2 ist schon 4, der nächste Tag mit 4. Der nächste Tag wäre mit 8. Guckt mal den Graphenverlauf an. Das lässt sich darstellen und das lässt sich sehen. Und ich kann hier mit dem Exponenten richtig gut arbeiten. Ist eine Variante, ne? Was machen wir, wenn es aber noch schlimmer wächst? Was können wir dann machen? Jetzt haben wir gerade diskutiert, ja, das geht, das lässt sich gut machen. Aber ich hatte euch ein bisschen beschwindelt. Ich hatte gesagt, was habe ich denn hier eigentlich herangeschrieben? Ich habe den Exponenten herangeschrieben. Was ist denn das hier eigentlich? Der Logarithmus zur Basis 2 von x, so soll die Funktion heißen, das ist der Exponent. Mit anderen Worten, was habe ich hier gemacht? Ich habe eine logarithmische Einteilung genommen. Logisch? Es gibt noch eine andere logarithmische Einteilung. Die geht so, wie eben auch vorgeschlagen. Danke für den Vorschlag. Die ist so. Ich habe hier den ersten Strich und sage, das ist zum Beispiel 10. Der nächste Strich sind nicht 20, sondern schon 100. Aber jetzt, was ist denn das? Das sind keine Exponenten. 1000, das geht auch. 10.000 und so weiter und so fort. Und wenn ich so beigehe, Moment. So, wir haben uns jetzt geeinigt, hier habe ich lauter Zahlenwerte rangeschrieben. Echt Zahlen, ne? So. Jetzt nehmen wir uns mal dieses Ding hier und schreiben das mal um. Wie schreiben wir das um? Das ist der Logarithmus zur Basis 10 von 1000 ist gleich 3. Und was ist jetzt hier passiert? Guckt mal hier. Wenn ich diese Darstellungsweise nehme, 10, 100, 1000 und so weiter, oder ich nehme diese Darstellungsweise, hier zur Basis 2. Was habe ich jetzt hier rangeschrieben? Hier. Gut, Moment, ich habe jetzt verschiedene Basen genommen. Ich schreibe jetzt mal hier Folgendes ran. Hier ist das 1, hier ist es 2, 4, 8, 16 und so weiter und so fort. Was würde mit den Zahlen passieren hier, wenn ich jetzt Zahlen ranschreibe? Ja, das ist schon, aber... Ganz genau, wir müssen uns darüber klar werden, dass das hier und das gleich ist. Das hört sich so profan an. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall 0, 1, 2, 3, was haben wir rangeschrieben? Den Exponenten, ja, aber der Exponent ist der Logarithmus. Wir haben hier einen echten Logarithmus rangeschrieben, sprich den Exponenten, die echten Logarithmuszahlen rangeschrieben. Natürlich muss sich jeder darüber klar sein, dass das hier in diesem Fall 2 hoch 3 bedeutet und so weiter. Rein zahlenmäßig, wertmäßig entwickelt sich was anderes. Hier bei 2 würde es ja noch gehen, aber lass da noch ein paar Tage vergehen, dann haben wir hier riesig große Zahlen und die werden dann wieder unübersichtlich. So lässt sich es aber machen. Ganz genau. Das ist schon mal der eine Nutzen der Logarithmusfunktionen. Denn, gut, wenn ich das Ganze dann noch so entsprechend verlaufen lassen kann, dann sehen wir, wo der weitere Nutzen liegt. Guckt mal hier, wie hier sich der logarithmische Wert entwickelt. Der wächst, aber nicht besonders doll. Ich gehe also weit in Richtung x und mein y wächst nicht besonders doll. Das ist der Hintergrund, weshalb ich auch diesen Graphenverlauf bei ganz gewaltigen Zusammenhängen einsetzen kann. Das ist der Trick daran. Also wir haben uns in der Einführung der ganzen Geschichte darum gekümmert. Das sind keine, aber das dient nochmal der Wiederholung von anderen Zusammenhängen. Das sind auf keinen Fall Logarithmusfunktionen. Wir haben es hier mit entsprechenden Umkehrfunktionen zu tun. Aber darum geht es nicht bei Logarithmusfunktionen. Wir haben uns nochmal die Exponentialfunktionen, was heißt nochmal, wir haben uns heute mal Exponentialfunktionen geschnappt und darauf, davon muss man auch keine Angst entsprechend haben. Wir haben uns danach erst die Logarithmusfunktionen geschnappt. Die ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man immer sagen muss, 2 hoch tralala ist x. Also dann kann man
auch eine Wertetabelle für die entsprechenden Dinger erstellen. Und wir haben uns dann nochmal das Field auf, das Thema Umkehrfunktion zwischen diesen beiden Zusammenhängen angeschaut. Funktioniert auch. Und hier nochmal Umkehrfunktion 3 mal x und x durch 3, ne? Auch die Umkehrfunktion, die Spiegelung, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Und der Nutzen liegt in folgendem. Ich kann entweder logarithmische Skaleneinteilungen nutzen, das wäre hier typisch 10, 100.000, 10.000, aber da explodieren mehr Werte, danke. Und wir sind uns heute nochmal darüber klar geworden, dass der Logarithmus zu einer Basis von x gleich dem Exponenten ist. Das heißt, wenn ich hier das entsprechende ranschreibe, schreibe ich hier nicht zahlenmäßige Werte ran, sondern nur den Exponenten. Darin liegt der Nutzen, weil bei allen natürlichen Vorgängen kann es mir durchaus passieren, dass mir hier das Blatt zu klein wird und ich überhaupt keine Zusammenhänge darstellen kann, wenn ich hier lineare Einteilungen wähle. Das geht dann nicht mehr. Daher auch Logarithmenfunktionen, die haben also da ihren Nutzen. Wir machen jetzt noch ein paar Rätsel, aber das Video sei hier an dieser Stelle erstmal abgeschlossen.